Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zurück zu Minecraft Universe. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich offscreen meine Sachen aus dem Nether zurückholen werde und dann noch ein bisschen ein paar Sachen suchen werde, weil damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht, weil wir hatten noch kein Rubber, wir hatten kein Slime, um den Blast Furnace endlich mal zu machen, weil ohne den Blast Furnace kriegen wir keinen Steel, ohne den Steel kriegen wir keine Lois Matter, kein gar nichts. Also, ne, deswegen, und das habe ich gemacht und ja, die Aufmerksamen von euch haben schon gesehen, ich habe was richtig Geiles im Nether gefunden. Wir hatten richtig Glück, dass wir gestorben sind, und jetzt denken, wieso Glück, ne, ganz einfach. Nice, richtig geil. Und ein bisschen später noch, ne, wir haben dann erstmal alles wieder gerockt und so. Und übrigens, das werde ich als, das habe ich zum Glück, oh, zum Glück habe ich das aufgenommen. Werde ich als zweite Folge, also keine richtige Universe-Folge, sondern nur als so Zusatz, werde ich das noch hochladen im Zeitraffer, damit ihr euch das angucken könnt. Haben wir später noch das gefunden. Ein Omni-Tool zum Ballern und Abbauen. Ach, jetzt habe ich den Creeper-Kopf zerstört. Du kommst wieder rein. Ach, jetzt ist er grün. Wechselt der seine Farbe? Ja, egal. So, und ich war ein bisschen halt unterwegs, ne? Und wie man sehen kann, habe ich ein bisschen was... Okay, ich bin zwischendurch, glaube ich, auch mal gestorben, aber egal. Ich habe ein bisschen was markiert. Wir haben hier zum Beispiel einen Meteor... Kann man ja kaum lesen. Was ist denn mit der Schrift los? Options. Fullscreen Map. So ist besser. So. Hier haben wir noch Öl. Hier haben wir noch einen Meteor, der in einem Vulkan gelandet ist. Finde ich auch ganz geil. Hier haben wir... Ah ja, genau, Osterinsel. Mir ist es, gestern ist es mir nicht eingefallen. Kennt ihr von den Osterinseln diese Statuen? Hier, oder von, wie hieß der? Nachts im Museum. Dumm, dumm, will, gum, gum. Es steht da eine rum, voll geil. Sieht voll lustig aus. Ein Crimson Obelisk, noch ein Meteor. Und vor allem... Nee, dein... da, genau. Eine Slime-Insel. Wir haben Slime... Und das habe ich alles mal in eine Kiste gepackt. Das haben wir hier. Ja, also ich habe einiges unterwegs gefunden. Ich habe das auch direkt mal mitgenommen. Keine Sorge, es ist nicht gecheatet. Das habe ich nicht mehr aufgenommen. Also das werdet ihr leider nicht sehen. Aber ich habe es definitiv nicht gecheatet. Warum sollte ich mir auch so einzelne Sachen cheaten? Das wär ja Blödsinn. Okay, ich gebe zu, ich bin rumgeflogen. Weil sonst hätte ich echt... also ich habe so schon 3 Stunden gezockt. Wäre ich nicht geflogen, hätte ich, glaube ich, die ganze Nacht dran gesessen, um das zu finden. Und wir wollen ja, dass es ein bisschen vorangeht, ne? Und hier haben wir auch schon ein bisschen Rubber und das könnten wir eigentlich direkt mal brennen. Das können wir direkt mal mit hier reinschmeißen. So. Ach ja, genau. Ich habe hier mal eben so eine kleine manuelle Erzverarbeitung, ne? Ein bisschen was ist schon durchgelaufen. Ich habe ein bisschen was reingeschmissen. Genau, Glowstone haben wir geholt, ein bisschen Quarz, ein bisschen Soul Sand. Ich glaube, die Nether Bricks werden nicht reichen. Ja, eventuell müssen wir nochmal kurz in den Nether, aber macht nichts. Dann seht ihr im Prinzip eigentlich auch direkt die Phaser Rifle in Aktion. Da laufen nämlich übelst viele Androiden rum. Also, die normale Welt, da spawnt ja fast nichts, aber im Nether, boah. Ey, da wirst du bekloppt, ey. Ich habe ein Herzkasper einen nach dem anderen gekriegt. Leider hatte ich die Facecam aus, ne? Aber gut. 6 Rubber Saplings, die können wir auch direkt mal einpacken. Die können wir mal eben einpflanzen. Und bevor wir gleich anfangen mit dem großen Craften... Wobei... Ich könnte... Ah, fuck! Wir müssen so oder so nochmal in den Nether. Ich habe kein Blaze Powder. Wir können uns noch gar kein Magma Cream machen. Okay, wir müssen also auf jeden Fall nochmal in den Nether. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber vorher mal eben zu dem ersten Meteor und stellen da nämlich mal die Quarry auf. So. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Wood. White Pipe, Diamond Pipe. Cobblestone, ich brauche mehr Cobblestone. Wo habe ich Cobblestone?
Da habe ich Cobblestone. Und dann... Ah ne, ich brauche Glas, ne? Habe ich hier irgendwo Glas? Ich hoffe, ich habe Glas. Oh, eins. Cool. Da ist Sand. Okay, nee. Du kommst wieder nach oben. Wir brennen jetzt erstmal eben Sand. Wir brauchen Sand. Damit wir... Cobblestone Transport Pipes machen können. Ich glaube, das war so, so. Zwei Glas, drei Glas. Damit müssten wir schon ein paar kriegen. 25 haben wir jetzt, okay. Na komm, noch ein bisschen. Komm, tu mal noch ein Glas. Noch ein Glas, komm, 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 komm. Ich habe ein bisschen viel Kaffee auf, glaube ich, merkt man, ne? So, ich hoffe, der hält auch noch ein bisschen länger an. Ich habe jetzt nämlich... Wir haben gerade mal 10:30, ey. Ich habe gestern bis 4 Uhr gezockt. Und wir haben langes Wochenende. Langes Wochenende. Endlich wieder Wochenende. Endlich wieder... Nein, das hat hier nichts zu suchen. Iron, Silver... Ja, ich habe ein paar Ores. So, die können... Wo packe ich denn? Komm, pack mal die hier rein. So, das wird mit dem ME-System nachher sowieso noch ganz anders. Rubber Saplings wollten wir einpflanzen. Void Pipe Transport. Ah, da ist die Diamond Pipe. Und Kisten brauchen wir noch. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal eben schlafen. Boah, geil, wie schnell das geht. Richtig praktisch. Und da wir auch schon, da wir Windturbines gebaut haben, aber auch direkt schon eine Ladestation für die ganzen Dinger. Richtig nice. Boah, ich bin... Letztendlich bin ich eigentlich sogar richtig froh. Es war ein Krampf, den ganzen Kram zurückzuholen, aber ich bin froh, dass wir im Nether gestorben sind. So nice. Boah, das ist so eine Erleichterung. Zieht euch das mal rein. In ein paar Sekunden. So viel. Und jede Menge Büsche. So, wir verarbeiten erstmal. So viele werden wir aber wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil ich will eigentlich nur den Meteor mit der Krabby abbauen, weil alles andere... Fuck! Wenn ihr die Kiste zerstört, sammelt ihr eigentlich die Items auf? Ich glaube wohl, ne? Wenn ihr die Kiste zerstört, schon. Müsste er eigentlich. Funktioniert mit dem Block gar nicht anders. Ich hoffe es. Eukalyptus Sapling. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Chests, aber ich kann doch keine Kabel bauen ohne den Kack-Aloy-Smelter. Ey, ich... Und den Aloy-Smelter kann ich nicht bauen, weil ich noch kein Blast-Furnace habe. So, oh, das geht so geil schnell mit dem Ding, ne? Gut, dann halt nur ein Wind-Turbine. Und dann würde ich sagen... 107... Ah, ich glaube, da kommen wir, glaube ich, sogar so hin, oder? Ja, nice. Ach, komm schon.
Ja, da kommen wir ja so hin. Das ist ja quasi schon in Sichtweite. Guck mal, schön zoom. Wie viel Damage macht die? Ah, 9. Okay, aber der ist leider nicht so gut aufgeladen. Aber abbauen verbraucht das schon mal nicht viel. Also man kann damit gut was abbauen, bevor der leer ist. So. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in der letzten Folge schon hatte oder ob ich das jetzt offscreen gemacht habe. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt eine Liste angelegt, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich in nächster Zeit machen will. Also ist auf jeden Fall Batz! Schon mal ein bisschen besser. Der ist viel zu langsam. So. Wo bauen wir die jetzt auf? Hier. So, würde ich sagen, hier bauen wir die auf. Weil wir brauchen nämlich nicht nur die Pressen, sondern wir brauchen nämlich auch noch die Skystones für das ME-System. Und das würde ich nämlich auch gerne in den nächsten Folgen. Ich schätze mal, diese Folge werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber in den nächsten Folgen würde ich das nämlich auch gerne mal anpacken. Ich hoffe, das reicht. Okay. Gut. Hä? Hä? Okay, das baut so schnell ab, dass der Server gar nicht hinterherkommt. Nice. Ist das die? Nein, noch eins weiter. Das ist die Mitte. So, und wenn ich die jetzt. Ach, ernsthaft? So. Okay, baut der noch mit ab, aber ich. Falscher Knopf. Warte mal. Oh! Geht ja richtig schnell. Lohnt sich da eine Query? Ach komm, kann ruhig die Query machen. Krass, wie das Teil abgeht. Guck mal, der Server kommt gar nicht hinterher. So. So. Stellen wir die noch ein bisschen weiter nach vorne. Packen wir die hier hin. Dann müsste ich jetzt. Ja, wunderbar. Damit kriegt er so ziemlich alles mit. So. Und dann kriegt der Teil jetzt noch ein Unterbein. Und zack. Mal gucken, wie viel produziert hat. Geht das Ding gut ab? Ach, das ist. Oh Gott. Ah, blöd, blöd, blöd. Hör auf. Wir brauchen eigentlich sogar nur Cobblestone Pipes. Weil das sowieso alles aufnehmen soll. So, und mehr wird das Ding sowieso nicht. Hallo, sowieso nicht füllen. Aber wenn das Omnitool wirklich so gut ist, dann gehen wir schon mal eben gucken, ob. Ach so. Toll. So. Ach, das war jetzt auch dumm. So, das setzen wir schon mal an. Wie viel Skystone haben wir? 6. So. Wenn das Omnitool so gut ist, dann gehen wir schon mal direkt eben.
gucken, ob wir. Ja, alles klar, gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Sei ruhig. So, ein paar Minuten machen wir nochmal eben. Das will ich jetzt nochmal eben erledigt wissen. Da ist es. Skystone, Tin Nugget. Calculation, Engineering und Logic. Dann fehlt eigentlich nur noch. Welches fehlt denn da noch? Press? Oh. Inscriber. Ach, Silicon? Nee, ernsthaft? Oh, die Silicon Press fehlt noch. Oh, wie kacke. Ja. Pech. Egal, du kannst hier jetzt ganz gemütlich weiter abbauen. So, und sammelt schon mal schön die Skystones ein. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, ist jetzt nicht viel passiert, aber viel erfahren habt ihr auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch noch eine Zusatzfolge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, teilen nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr neu dabei seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Adios!